Herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Liebe geht durch den Kochlöffel. Heute gibt es eine Mascarpone-Erdbeercreme. Da sich die Geschmackskomponenten süß und sauer in diesem Dessert wiederfinden, eignet sich dieses Dessert hervorragend für eure Gäste. Ein paar wenige Zutaten und schon kann's losgehen. Wir brauchen 250 Gramm Mascarpone, 250 Gramm Quark, 1-2 Esslöffel Zitronensaft, 100 Gramm Puderzucker, ein Päckchen Vanillezucker, 350 Gramm Schlagsahne und eine Packung Erdbeeren und außerdem eine Tafel weiße Schokolade bzw. Schokoraspeln. Im ersten Schritt schlagen wir unsere Sahne steif, so wie wir es gewohnt sind, mit unserer Küchenmaschine oder mit dem Handrührgerät. Im nächsten Schritt wird die Mascarpone, der Quark, der Zitronensaft, der Puderzucker und der Vanillezucker zusammen in einer Schüssel verrührt. Ich würde euch empfehlen, das Handrührgerät oder die Küchenmaschine dazu zu nehmen. Damit geht das alles viel schneller und einfacher. Jetzt wird die Sahne untergerührt und alles wird miteinander vermengt. Bevor wir unser Dessert dann gleich servieren, pürieren wir noch einmal unsere Erdbeeren. Ihr könnt die Stücke etwas gröber lassen, denn das werde ich auch tun. So, wir sind am Ende angelangt. Dieses Dessert wird ganz einfach serviert über der Mascarpone-Creme. Befindet sich unsere Erdbeermasse und darauf dann unsere Schokoraspeln. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen und wünsche ganz viel Spaß beim Nachmachen. Lasst mir doch einen Daumen nach oben da, wenn euch das Rezept gefallen hat und vergesst nicht zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal!